Das Monster. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Squirtle-Spielen zu Gewinnanfänger. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Wir spielen das gestern gezeigte Squirtle-Deck jetzt mal ein bisschen. Und erstmal für den Anfang. Was wollen wir ablegen? Was wollen wir nicht auf der Hand haben? Das Wichtige ist, für Simlaf wollen wir entweder benutzen mit der Ernte oder wir wollen Simlas benutzen mit den Kugeln. Wir haben Simlas jetzt mit der Ernte eigentlich schon relativ gut. Das heißt, ich denke, die Kugeln werden wir vor Hand ausspielen. Dann wollen wir gucken, dass wir Karten in der Hand haben, die wir wirklich verbessern wollen. Das heißt, jetzt mal sowas wie eine Liebkosung, wahrscheinlich nicht. Sheldon-Skex ist perfekt, den wollen wir verbessern. Und ich denke mal, wir werden noch für den Anfang eine Ida ablegen. Ah, zieh eine Ernte. Das heißt, Simlas können wir erste Runde nicht benutzen, ist aber auch nicht schlimm. Nachteil ist, wir spielen gegen Frost. Allgemein, ich habe ja gestern gezeigt, die Karten, die wir haben, Dunker oder die Schmuggler müssen im Nahkampf liegen. Wobei Dunker hat ihren guten Effekt auch im Fernkampf. Das macht ein bisschen besser als die Schmuggler. Frostmonster können ganz gut bewegen, was uns Probleme bereiten kann. Okay, wir fangen an mit Dunker. Wollen Karten in der Hand verbessern. Wir wollen Karten in unserer Hand verbessern. Und wir wollen definitiv Sheldon Skex verbessern und Torki. Das sind unsere Hauptziele, weil die haben natürlich den größten Effekt, wenn wir sie in der Hand verbessern. Wächter des Tals ist auch ganz nett. Die anderen Karten, da sorgen wir nur dafür, dass sie vielleicht ein bisschen besser überleben. Auch Nachteil an Handball, vielleicht kann sein, die erste Runde, dass wir ein bisschen langsamer sind als unsere Gegner. Aber macht euch da keine Gedanken, weil ihr werdet wahrscheinlich am Anfang noch Gegner treffen, die nicht so starke Decks haben, wie die ich jetzt habe. Ich habe natürlich schon ein bisschen hochgespielt, weil ich brauchte die Ressourcen mit den ganzen Starter-Decks. Keine Angst. Ich denke, das werdet ihr alles relativ gut überstehen. Und dann erstmal mit dem Deck ein bisschen lernen. Okay, ich will nicht, dass Dunkel durch den Frost stirbt. Das heißt, ich spiele jetzt mal Elfenseherin rein. Frost greift immer die stärkste Einheit an. Wenn ihr nicht wisst, was Wettereffekte machen, ihr könnt hier rechts immer auf diese Steine klicken und dann seht ihr den Wettereffekt, der auf dieser Reihe liegt. Frost steht hier, zu Beginn des Kartenbesitzes wird der stärkste Einheit in dieser Reihe 2 Schaden zugefügt. Das ist jetzt die Karte halt quasi. Okay. Und zweimal Sheldon Skex verbessert. Ich spiele noch eine Flüsterin aus. Der Grund ist halt immer, wenn wir eine Sonderkarte ausspielen, verbessert sich die Flüsterin oder generiert sich eine weitere Flüsterin. Wenn wir die Kugeln der Erkenntnis jetzt auf die Elfenserie benutzen, generieren wir eine weitere Kugel und können quasi 2 Kugeln auf einmal ausspielen, was die Flüsterin 2-mal auslösen lässt. Das ist so die Kombination, die die Karten teilweise haben. Okay, das heißt Kugel. Noch eine Kugel. Ich habe 2-mal die Karte gebufft, damit wir die 4 Vitalität kriegen. Ansonsten hätten wir die Vitalität nicht bekommen. Ich denke, jetzt wird es Zeit für uns zu passen, weil der Gegner macht jetzt pro Runde hier 2 Punkte und er liegt halt schon mit 17 Punkten vorne. 17 Punkte. Man muss immer gucken, wenn ich jetzt noch eine Karte ausspiele, okay, sagen wir mal, ich könnte jetzt noch sagen, ich spiele den Unterstützer aus. Lohnt sich der Unterstützer? Weil eigentlich nicht. Der Unterstützer lohnt sich nicht, weil bringt mir momentan nur 3 Punkte und wenn der Gegner dann passt, was immer passieren kann, ihr müsst immer davon ausgehen, okay, der Gegner könnte in der nächsten Runde passen, hätten wir momentan nichts auf der Hand, was uns jetzt quasi dann retten würde. Simlas können wir nicht benutzen, da muss erst die Ernte wieder zurück ins Deck und Sheldon Skex und Torki will ich nicht wirklich ausspielen, die sind aber auch nicht stark genug. Das heißt, wir machen jetzt einfach einen Pass. Und selbst hätten wir jetzt sowas wie ein Simlas benutzt, ja gut, vielleicht mit 2-mal Simlas oder so wäre es noch gegangen, aber wie gesagt, ich will Simlas jetzt nicht dafür ausbenutzen. Wir hätten immer noch die Liebkosung rausholen können, hätten nochmal 2 weitere Flüsterin bekommen, aber die Liebkosungen wären halt auch nur maximal 6 Punkte, also selbst da wäre es knifflig gewesen. 17 Punkte ist mit der Hand, die wir hatten, zu viele Punkte. Okay, wir ziehen eine Melaine, wir ziehen einen Schmuggler und wir ziehen eine Liebkosung. Definitiv die Ernte weg und ich würde sagen, wir legen noch eine Liebkosung ab. Ziehen noch eine Ida nach, okay. Wir haben bis jetzt noch keine Zauberin gezogen, ist aber auch nicht so schlimm. Problem ist halt nur, ich würde ganz gerne Torki verbessern mit Simlas Effekt. Allerdings kann ich nicht davon ausgehen, dass wir ihn gezielt treffen können.
Weil wir können nicht alle Einheiten ganz rechts ausspielen, wir können auch nicht alle Einheiten ganz links ausspielen. Das heißt, Torki wird wahrscheinlich ein Random-Treffer werden mit Simlas, aber egal. Gucken wir erstmal, was unser Gegner macht. Er überlegt. Er überlegt lange. Er spielt Art Gave aus. Okay. Die möchte ich wahrscheinlich ganz gerne erstmal zerstören. Die hat Gedeihen, die kann Punkte machen. Wir müssen leider in den Frost reinspielen, aber sei es wie es ist. Okay, unser Gegner passt. Wir können jetzt auch passen, wir können aber noch eine Karte ausspielen. Ich würde tatsächlich noch den Schmuggler ausspielen. Man kann den Schmuggler auch vorher mit der Anführerfähigkeit verbessern. Das Ding ist, warum ich ihn jetzt nicht verbessert habe oder auch Dunker nicht verbessert habe, unser Gegner könnte einfach bewegen und dann sind die Karten sowieso nutzlos. Aber so, der wird noch zweimal auslösen und wir kriegen nochmal zwei Punkte mit für die nächste Runde, sogar drei, weil wir haben einmal Torki bekommen. Und jetzt können wir auch den Unterstützer aus Torki ausspielen, verbessern ihn um drei Punkte, weil er hat eine Verbesserung bekommen. Das war ziemlich wichtig, ne? Und das sind nochmal drei Punkte, die wir jetzt mit in die nächste Runde genommen haben. Ich denke, der hätte eh nicht so lange überlegt. Okay. Wollen wir noch irgendwas Besonderes haben? Wir wollen eigentlich die Zauberin haben. Ernte wollen wir auf gar keinen Fall haben. Und wir bräuchten vielleicht noch einen weiteren Wächter des Tals. Ich denke, die Liebkosung können wir ablegen. Ich meine, wenn wir jetzt mit Simlas, ich überlege, ob ich noch eine weitere Liebkosung ablege. Wenn wir jetzt mit Simlas tatsächlich eine Ernte ziehen, können wir zweimal Liebkosung ausspielen. Das würde mir nicht sehr gut gefallen. Ich denke, wir lassen es so. Okay, dann benutzen wir unsere Anführerfähigkeit nicht, sondern Waffen-Porky. Wir wollen jetzt möglichst erstmal gucken, dass wir Karten von unserer Hand runterkriegen, bis wir nur noch vier auf der Hand drauf haben, dass wir mit Kräftigen immer Torki, Shaden, Gex und noch irgendwas anderes erwischen. Die Kugel im Friedhof lösen bei zwei Zaubern aus, das ist aber nicht so schlimm. Ich würde auch vielleicht ganz gerne noch einen kleinen Buff auf die Flüsterin haben wollen, nein. Ich meine, die Flüsterin können wir super auslösen, wenn wir wollen. Sehr super sogar. Weil wir könnten sie ausspielen, wenn sie eine Runde überlebt, können wir mit Simlas zwei Sonderkarten ausspielen und wir kriegen zwei Sonderkarten aus dem Friedhof wieder. Das heißt, insgesamt löst die gleich viermal in einer Runde aus. Problem ist, der Gegner macht jetzt genug Schaden, dass wir es wahrscheinlich nicht schaffen werden. Das heißt, ich würde sie ganz gerne einmal verbessern. Torki, Shane's Gags garantiert. Und dann können wir noch einen Wächter des Tals verbessern. Okay, jetzt haben wir sie sogar zweimal verbessert. Wie gesagt, wenn die jetzt eine Runde überlebt, wir haben zweimal Kugeln auf dem Friedhof, die auslösen. Wir lösen mit Simlas zwei Zauber aus. Wir würden sofort in nächste Runde vier weitere von den Flüsterern generieren. Sie muss nur eine Runde überleben. Meine Hoffnung ist jetzt, dass unser Gegner keine drei Schaden hat. Keine fünf Schaden hat. Hat er nicht. Okay. Das heißt, wir können jetzt... Könnten eigentlich auch hinten reinspielen, das ist okay. Ich sollte vielleicht noch mal erstmal eine weitere Kugel ausspielen, weil ansonsten kriegen wir die, glaube ich, nicht mehr ausgelöst. Das habe ich jetzt gerade ein bisschen missachtet. Hoppla, wir hätten zuerst die Kugel benutzen sollen. Jetzt kann er unsere Dreier wegkriegen. Er müsste nur die verschieben und die würde sterben. Er hat momentan die stärkste Einheit auf dem Feld. Egal. Da habe ich ein bisschen verkackt. Habe ich gerade nicht aufgepasst. Passiert mir auch. I have lived long and seen all and I am bored with it. Nothing rivals skinning a unicorn. Their hair so silky. Okay, und er bewegt.
Das ist jetzt das Dümmste, was uns hätte passieren können. Aber jetzt spielen wir einfach alles nach hinten. Weil hier hinten liegt weniger Frost. Okay, wir haben Simlas. Können die Ernte benutzen. Wir haben bis jetzt nur Elfen auf dem Feld. Die würde ganz rechts verbessern. Er ist nicht so toll. Ganz links würde vielleicht 7 Schaden machen. Würde eine Ida treffen. Ist auch nicht so schön. In der Mitte ist zu schlecht. Weil die Karte macht direkt 7 Punkte. Die wird nur 4 machen. Und hier hätten wir nicht mal eine Chance, einen Torki zu treffen. Ich denke aber, wir könnten ein Kommando nehmen. Ein Wächter des Tals ist sehr gut. Weil damit können wir den anderen Wächter des Tals halt auslösen. Okay, wir verteilen unsere Kugeln ein bisschen. Können jetzt unsere restlichen Anführerfähigkeiten benutzen. Shane Skeks wurde noch getroffen, das ist ziemlich gut. Okay. Unser Wächter des Tals macht jetzt 7 Schaden. Das würde ausreichen, um Auberon zu zerstören. Shaden Skeks macht 6 Schaden. Bewegen. Wir sehen, Shaden Skeks mit seinen Schaden reicht erstmal aus, um Auberon zu zerstören. Wir würden vorne noch unsere Karte beschützen. Ah, die Liebkosung ist leider nur 3 Punkte. Weil wir haben keine Dryade momentan, aber mein Gott. Ist auch nicht so schlimm. Ein Jigen, den werden wir definitiv zerstören. Dadurch nehmen wir ihm halt auch wieder seine Dominanz und sein Frost macht weniger Schaden. Wir hätten auch rein theoretisch zuerst den Wächter des Tals ausspielen können, weil dann hätte sich Kommando noch weiter verbessert, weil die verbessert sich nur, solange wir keine andere Karte als ein Elf auf dem Feld haben und Shane ist leider ein Zwerg. Ja. Okay. Schafft noch mehr Frost. Der macht allerdings nur 2 Schaden. Wir geben uns noch mal ein bisschen Vitalität. Also man merkt, dass die Karten fangen halt relativ schwach an, aber wenn man sie ein bisschen auf der Hand verbessert, machen sie ordentlich Punkte. Okay, wir wollen nicht, dass er 3 Schaden mit dem Frost macht. Das macht er, solange er die Dominanz, also die stärkste Karte hat. Das wollen wir ein bisschen verhindern. Das heißt, immer schön was Stärkeres ausspielen. Denk mal, er wird noch einen Oswell haben. Bewegung. Wir können auch einmal um 3 Punkte verbessern. Okay. Seine letzte Karte darf nicht 8 Punkte machen. Ich denke, es wird ein Oswell sein und damit wird er gewonnen haben. Das ist ein Goliath, das sind 10 Punkte, das reicht aus. Ganz knappes Ding. Ganz knappes Ding. Okay, aber ihr habt schon mal gemerkt, wie so ein bisschen Frost funktioniert, ne? Und keine Angst, also wenn ihr anfangt mit den Decks, ihr werdet, wie gesagt, auf etwas leichtere Gegner treffen als ich jetzt momentan. Aber es ist ja auch nicht unbedingt, dass jedes Deck immer nur gewinnt. Auch die anderen Starter-Decks würden auf diesen Ringen mittlerweile verlieren, weil es sind halt immer nur Starter-Varianten. Wir sind mittlerweile 10 Level fast gelevelt, seitdem wir angefangen haben. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich die Karten brauche, um die Decks zu machen, ne? Und wenn ihr es aufgewertet habt oder so, dann, also hätten wir einen Waldbeschützer oder so gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich auch durchaus gewinnen können. Kann trotzdem relativ gut mit anderen Decks mithalten. Ne? Und das ist nur ein Starterdeck. Der Gegner hatte schon sowas wie einen Auberon oder so. Der hatte einen Eredin, der hatte ein bisschen mehr legendäre Karten. Also wenn ihr auch so ein Deck auflevelt, dann werdet ihr auch solche Matchups gewinnen. Also lasst euch davon jetzt nicht unterkriegen, dass wir jetzt mal in Squad Hill eine Runde verloren haben. Machen wir weiter mit der nächsten Runde. Monster. Und hätte ich die Sache mit den Zauberern nicht verkackt, hätten wir auch nicht verloren. Also immer ein bisschen an die eigene Nase fassen. So. Wir fangen wieder an. Wir haben Torki wieder auf der Starthand.
Wir haben zweimal Zauberkugeln, wir haben zweimal Ernte, was nicht wirklich toll ist, weil die Karten brauchen wir mindestens bei einem Deck für Simlas. Das heißt, ich würde sagen, wir legen zweimal die Ernte ab. Und wir haben mal eine Zauberin gezogen. Mensch! Dass es die Karten noch gibt. Okay. Jetzt könnte die Reihenfolge ein bisschen awkward werden, wenn wir die Karten ausspielen. Ne? Wir müssen wahrscheinlich erstmal zwei Runden warten, weil ich hätte ganz gerne eine Zauberin auf dem Feld, dann hätte ich ganz gerne eine Elfenseherin auf dem Feld und dann hätte ich ganz gerne eine Flüsterin auf dem Feld. Flüsterin haben wir zwei Stück, das heißt, mit denen fangen wir an. Wenn er uns die Karte kaputt macht, haben wir sie noch ein zweites Mal. Nur wir wissen vielleicht fürs nächste Mal, dass er sie zerstören könnte. Erstmal gucken, ob der Gegner Angriff spielt. Krötenprinz, okay. Dann würde ich jetzt sogar auf die Elfenseherin verzichten. Ne, man könnte auch mit der Anführerfähigkeit jetzt schon die Karten verbessern. Ich mache es jetzt noch nicht. Weil Monster tendieren nicht dazu, sehr viel Angriff zu haben. Außer vielleicht ein Krötenprinz oder so. Wobei es gibt auch bei Monstern Karten, die machen 4 Schaden. Oder er hat einen Donner. Okay. Ich spiele nochmal eine Flüsterin aus. Okay, jetzt müsste er keine Zauber mehr haben, hoffentlich. Weißt du, wir können jetzt unsere Zauberin ausspielen. Das war's mit deinem Schadenskarten. Blutende Puppe. Das ist gut. Macht nur 4 Punkte. Der Vorteil ist, na wie gesagt, die erschafft eine Karte, je nachdem wie ihre Basisstärke ist. Das heißt, wir können sie jetzt verbessern auf 6 Punkte. Können eine weitere Zauberkarte erschaffen. Kreis des Lebens ist ganz nett. Wir würden zwar eine zufällige Einheit verbessern, aber... Oder wir machen 4 Schaden. Ja, ich denke, wir verbessern eine zufällige Einheit. Ah, Ida hat nicht unbedingt getroffen, was ich hätte wollte, aber mein Gott. Mein Gott. Ich denke aber auch größtenteils wird es schon für uns werden. So viel will ich gar nicht mehr ausspielen. Okay, er nimmt sogar noch eine Zauberin weg. Ich denke, wir werden jetzt passen. Das Deck ist leider am Anfang ein bisschen langsam. Das heißt, die ersten Runden zu gewinnen könnte schwer werden. Und wir haben auch noch nicht wirklich die Karten in der Hand, die wir verbessern wollen, weshalb wir jetzt den Handbuff nicht benutzt haben. Ich will sowas wie den Shane's Gags in der Hand haben. Ich will sowas wie unsere Wächter des Tals in der Hand haben. Sowas müssen wir halt verbessern. Und wir müssen Simlas ziehen. Dunka. Okay. Dunka und Cirsa sind tatsächlich ganz nett. Okay, der Gegner frisst seine Gun-Kan, ohne eine weitere im Deck drin zu haben. Das ist nicht, wie Mama Muna benutzen sollte. Er hat auch seine Anführerfähigkeit noch gar nicht benutzt. Was mich auch sehr stark wundert, weil er vermisst die ganze Zeit ein paar Punkte, ne? Weil er spielt Einheiten aus, aber er benutzt die Anführerfähigkeit nicht. Rang 20 ist irgendwie komisch. Du hast ein paar Leute, die haben richtig ordentliche Decks schon. Ein paar Leute, die auch noch nicht ganz so dabei sind, sag ich mal. Okay, wir wollen die nicht verbessern. Wir wollen immer gucken, dass wir die Karten zuerst ausspielen, die wir nicht in der Hand verbessern wollen. Torki wollen wir unbedingt verbessern. Das heißt, alles bis auf Torki können wir jetzt eigentlich ausspielen, frei Schnauze. Okay. Wir haben schon ein paar viele Punkte auf Ida. Wir ziehen nächste Runde nochmal 3 Karten nach. Da will ich noch was sehen. Okay, macht 4 Schaden. Weil wir lassen Dunker weiterhin auf dem Feld. Wir hätten jetzt keine Vitalität gegeben. Ich will sie jetzt nicht unbedingt verbessern. Wir haben immer noch eine Ida, die wir ausspielen können. Vielleicht 14 Punkte. Also von daher mache ich mir jetzt noch nicht so viele Sorgen, dass er uns überholt. Und Anführerfähigkeit will ich deswegen auch noch sparen.
coins rank to you. Go kiss a dog neat its tail. Ida holt immer noch auf momentan. Ein Geralt. Let's get this over with. Ja, wir haben eine Chance von 50-50. So hätten wir eine Chance von 100% Torki zu treffen, aber Torki wird nichts anderes verbessern. Und ich glaube, wir müssen sowohl Ida als auch Circe noch die Runde benutzen. Nur so kriegen wir vielleicht noch einen Buff auf Torki. Vielleicht müssen wir auch Torki diese Runde noch ausspielen, je nachdem, wie viel der Gegner noch macht. Aber er hat bis jetzt nie seine Anführerfähigkeit benutzt. Ihres Gesellschaft, okay. Die bringt nichts mehr. Was hat er abgeworfen? Ah, die letzte Mume, glaube ich. Kriegen wir das mit einer Karte aufgeholt. Circe würde 11 plus... Wir kriegen hier 2 Punkte. Circe macht 2 Schaden. Das heißt, wir machen mit ihr 11 Punkte. Dann hätten wir 14. Und hier würden wir nochmal 3 machen. Das wären 17 Punkte. Das würde zum Unentschieden noch reichen. Das heißt, wir müssen einen Anführer benutzen. Aber dann hätten wir es auch geschafft. Und wir haben noch 16 Punkte und eine Karte mehr. Wir werden noch 3 Karten nachziehen. Wir hoffen natürlich, dass es 3 Einheiten sind. Wir haben immer noch einen Simlas im Deck. Wir haben immer noch einen Shane Skeks im Deck drin. Das heißt, wir haben noch ordentlich Powerhouse-Karten im Deck drin. Da ist Shane Skeks. Da ist ein Schmuggler. Schade, nicht das bekommen, was wir haben wollten, aber egal. Wir können trotzdem Shaden, Skeks und Torki ordentlich verbessern. Also selbst wenn wir jetzt nicht alles gezogen haben. Wie gesagt, das Problem am Anfang ist halt, wir haben leider sehr wenig Tutor-Karten. Also Karten, die gezielt Karten aus dem Deck rausholen könnten. Und das merkt man leider so ein bisschen. Aber wir kriegen Shaden, Skeks nochmal ordentlich hoch. Torki hat schon 19 Punkte. Wir schaffen noch einen weiteren Elfen. Also ich mache mir da wenig Sorgen. Und unser Gegner hat die Anführerfähigkeit gefunden. Hätte er tatsächlich die Anführerfähigkeit schon in der letzten Runde benutzt, hätten wir wahrscheinlich ein paar mehr Probleme kriegen können. Weil die Frucht hätte sich, glaube ich, mindestens... Ich glaube, dann hätten wir unsere komplette Anführerfähigkeit letzte Runde benutzen müssen. Okay, wir nehmen den Schreiber. Lösen jetzt auch nochmal die Kugeln aus. Allerdings nur eine. Die letzte ist leider noch im Deck drin. Da hätten wir einen Zauber mehr gebraucht. Okay, ich spiele Torki aus. 21 Punkte. Nicht schlecht. Und ein Hexenlehrling. Okay, Shane's Gags macht nochmal ordentlich Schaden. Ja, jetzt haben wir mit fast 30 Punkten gewonnen. Also man merkt doch schon, das Quartell-Deck, auch wenn wir jetzt die erste Runde verloren haben. Wie gesagt, lasst euch davon nicht beirren. Wir sind mittlerweile auf einem weitaus höheren Rang als die anderen Starterdecks. Das heißt, da kann man auch mal mit diesen Starterdecks eine Runde verlieren. So ab Rang 20 wird es halt immer ein bisschen kniffliger oder auch schon davor. Ich hatte auch schon davor ordentliche Gegner, wo ihr wahrscheinlich ein paar mehr Spiele hättet verloren, weil da sind sehr spezielle Decks wieder aufgetreten, sowas wie blaue Streifen. Man kennt am Anfang nicht die Strategie von jedem Deck. Trotzdem, dieses Deck ist eigentlich ursprünglich gemacht, dass man direkt in Gwent reinkommt. Es ist relativ billig, es ist relativ schnell gemacht. Und es funktioniert wirklich ziemlich gut. Ihr habt es ja gesehen. Also wenn man da wirklich ein paar Karten behalten kann, sein Torki auf der Hand hat, der hat jetzt 21 Punkte, dann hast du wirklich ordentlich Gewicht. Und das ist ja nicht so, dass Torki die einzige Karte ist, die wir ausgespielt hätten mit vielen Punkten. Da sind noch weitaus mehr gekommen. Ne? Wir hatten noch die Ida, wir hatten noch die Circe, wir hatten jetzt einen Shaden Skeks und alle diese Karten hatten über 10 Punkte. Das ist der Sinn in Handbuff. Was das Deck allerdings am Anfang, wie gesagt, ein bisschen schwieriger macht, sind halt fehlende Karten, die uns gezielt Karten raus. Gerade wenn ihr Ruf des Waldes habt oder so, packt diese Karte so schnell wie möglich in das Deck rein, weil die ist einfach so gut. Hätten wir Ruf des Waldes, hätten wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Simlas zu ziehen. Ne? Ja, das wird das Deck einfach nur unfassbar besser machen, weil das auch, was wir jetzt hatten, dass wir vielleicht nicht immer alle Kugeln auslösen, könnte ein Problem werden. Ne? Aber gut, wir machen trotzdem, machen wir noch eine weitere Runde, wir machen noch eine weitere Runde mit dem Deck. Einfach, weil wir die erste Runde verloren haben, um euch zu zeigen, hey, dieses Deck ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie in der ersten Runde gezeigt. Los geht's. Monster.
Nochmal. Heute ist irgendwie Monstertag. So. Wir haben Simlas auf der Hand. Wir haben auch zweimal die Ernte auf der Hand. Wir haben Torki ganz rechts, was ziemlich gut ist. Wir könnten die Ernte auch einfach so benutzen. Und könnten mit Simlas die Kugeln rausholen, wenn wir das wirklich haben wollen. Wir haben auch einen Shane Skeks auf der Hand drauf. Oh, das ist so gut. Jetzt die Frage, will ich lieber mit Simlas zweimal Kugeln auslösen? Ich denke ja. Das ist eigentlich für den Start eine ziemlich gute Hand. Da will ich gar nichts ablegen. Okay. Monster tendieren nicht dazu, sehr viel Angriff zu haben, aber man sollte nie von nie ausgehen, ne? Ich könnte rein theoretisch mit einer reichen Ernte anfangen. Einfach mal, um zu gucken, was der Gegner hat. Wir müssten nur die Karte ganz rechts nehmen. Aber die Karte ganz rechts ist auch die beste Option, die wir haben. Weil das ist eine Karte, die hätte ich sonst von Hand ausgespielt. Und wir haben direkt Torki verbessert und okay, Ruin. Der Gegner hat die Karte nicht weggeräumt, was mir erstmal den Mut gibt, dass der Gegner nicht sehr viel Angriff spielt. Und sich nur auf sich selbst verlässt. Das heißt quasi die ganze Zeit, Ruin ist eine ziemlich interessante Karte. Der kommt nämlich immer wieder und wenn er gefressen wird, quasi mit Monsterkarten, kommt er immer wieder aus dem Friedhof raus und der Gegner kriegt Punkte. Was uns allerdings hilft, ist, wir können uns jetzt ordentlich vorbereiten auf das, was der Gegner hier so macht. Nur er macht schon ordentlich viele Punkte, das sollten wir nie vernachlässigen. Ich würde trotzdem Simlas ausspielen. Für die Kugeln. Was wir jetzt bedenken müssen, ist, dass wenn wir nochmal einen Zauber ausspielen, wir nochmal Kugeln aus dem Friedhof rauskriegen. Und zwar alle drei nochmal. Das heißt, wir wollen möglichst jetzt erstmal eine Einheit ausspielen, vielleicht nochmal eine Elfenseherin oder aber die Zauberin und dann halt erst einen Zauber ausspielen und das können wir auch ganz gut mit reicher Ernte. Und da wir Punkte brauchen, würde ich tatsächlich eher zur Elfenseherin, zur Zauberin raten, oder? Ja. Ja, ja, ja. Spit it out already. I don't have all day. Okay, unser Gegner passt jetzt schon. Dann kann ich nochmal eine Karte ablegen, weil wir wollen gegen Monster eine lange Runde spielen. Wie gesagt, das Ding bei den Karten ist halt, wir können bis zu 4 Karten runterspielen in der ersten Runde ohne einen Nachteil. Dann müssen wir in der nächsten Runde direkt passen, aber das ist kein Problem für uns. Das heißt, ich könnte jetzt nochmal die Elfenseherin ausspielen. Und kann jetzt noch eine weitere Karte benutzen. Der rechts ist nicht der beste, aber er verbessert Torki. Wir können hier nochmal den Elfen verbessern. Kriegen nochmal eine Kugel hier. Kriegen nochmal eine Kugel. Kriegen nochmal eine Kugel. Kriegen nochmal eine Kugel. Das mit den Kugeln ist schon relativ lustig. So, und jetzt können wir hier nochmal eine weitere Sonderkarte erschaffen. Nichts, was uns wirklich hilft. Nichts, was wirklich Handbuff gibt. Von daher nehmen wir einfach mal eine Vergütung. Die verbessert nochmal um 5 Punkte. Und jetzt kommen nochmal die Kugeln. Okay. Ja, das Deck braucht ein bisschen, um sich aufzubauen. Aber wir haben jetzt schon eine relativ gute Hand. Wir haben Karten, die wir buffen wollen, bereits gebufft. Wir haben noch unsere komplette Anführerfähigkeit. Wir können jetzt eigentlich nochmal die lange Runde nehmen. Können nochmal versuchen, irgendwie so Schmuggler oder so zu kriegen, die weiteren Karten in der Hand verbessern. Oder Cursor ist super. Flüsteren brauchen wir nicht mehr so, weil unsere Kugeln und Ernten sind leider schon raus. Das heißt, wir haben nicht mehr viele Sonderkarten. Wir haben auch keine Kugeln mehr im Friedhof. Das heißt, die Elfenserien können wir auch ablegen. Was wir jetzt haben wollen, sind Handbuff-Karten. Okay. Wie gesagt, wir können passen. Wir haben jetzt 7 Karten. Man zieht immer 3 Karten nach. Das heißt, nächste Runde haben wir auch wieder 10 Karten. In der ersten Runde kann man bis auf 4 Karten bedenkenlos runterspielen. Wenn beide Spieler noch 5 Karten in der Hand haben oder der Gegner halt nur noch 4 und ihr 5, dann müsst ihr euch immer überlegen, dass ihr den Gegner dann in den nächsten Runden überholen müsst, weil ansonsten gibt es Probleme. Oh, das ist gut. Okay, wir legen die Elfenseherin ab. Wir legen die Flüsterin ab. Oh, 2 Schmuggler. Das ist Zucker. 2 Schmuggler, 2 Unterstützer. Damit können wir Torki richtig verbessern und Karten, die wir mit ihm verbessern wollen. Wir fangen an mit den Schmugglern.
Das ist auch schon mal eine gute Karte, die wir verbessert haben. Ein Puka. Okay, unser Gegner hat keine Möglichkeit, die Schmuggler wegzuräumen. Das heißt, wir holen uns jetzt pro Runde immer schön Handbuffs. Hikimor-Königin. So, jetzt können wir dich ausspielen. Können Torki nochmal verbessern. Haben sogar Shane's Gags getroffen. Nochmal Shane's Gags getroffen. Normalerweise will man eigentlich diese Karten, die Einheiten, die man erstmal nicht buffen will, so schnell wie möglich loswerden. Wir hätten eigentlich erstmal wahrscheinlich eine Melaine spielen sollen. Das ist eine Karte, die wollen wir nicht treffen. Die hätten wir jetzt natürlich auch treffen können, haben wir aber nicht gemacht. Ich sehe die Punkte auf uns zukommen, meine Freunde. Okay, ich denke nicht, dass wir mit Ciersan einen Todesstoß hinkriegen. Das heißt, wir verbessern zufällig. Ah, Hannah trifft natürlich genau den. Andererseits hätten wir jetzt den ausgespielt, hätten Torki verbessert, hätten wir auch Ciersan treffen können. Also sind wir ein bisschen frickelig, aber trotzdem. Wir haben eine Menge Punkte. Wir haben gleich nur noch 4 Einheiten. Das heißt, wir können unsere Anführerfähigkeit bedenkenlos einsetzen. Und ihr seht halt, ich mache mir momentan halt relativ wenig Sorgen, aber der Gegner liegt natürlich schon einiges an Punkten vorne, hat auch ziemlich starke Karten. Aber wir kommen auch noch dahinter. So. Okay, wir haben nur leider die Wächter des Tals häufiger getroffen. Das sind nicht die Karten, die ich unbedingt treffen will, weil wir geben dem Gegner jetzt ziemlich viel Blutung. Aber der nächste macht jetzt 12 Schaden, weil wir haben bereits einen auf dem Feld. Sein Gegner hat jetzt einen Geralt. Nein. So, das heißt, wir machen jetzt 12 Schaden mit dem. Haben wieder aufgeholt. Und auch wenn wir gegen Monster spielen, ich glaube, unser Gegner wird nicht so eine fetten Dinger rausdrücken können, wie wir jetzt gleich. Na, 14 Punkte, klar, er gedeiht noch. Aber wir haben 24 Punkte. Und wir lösen auch Harmonie aus. Und Shaden Skeks macht 21 Punkte. Der hat eine Basisstärke von 6. Das heißt, der macht jetzt nochmal ordentlich Rams am Ende. Von 15 Schaden. Und wir haben Ziele dafür, die wir bei Monstern treffen können. Und er hat einen Hirden. Okay, Hirden ist eine sehr gefährliche Karte gegen uns. Aber wir gewinnen trotzdem. Ne? Das ist quasi Handbuff. Hier ist eine Karte, die setzt jede Einheit in der Reihe zurück, was ein bisschen problematisch ist, gerade weil wir sehr viele Einheiten verbessern. Wir haben es ja gesehen, die letzte Reihe, die zurückgesetzt wurde, da haben wir ordentlich Punkte verloren. Das heißt, wenn ihr so ein bisschen Handbuff spielt, versucht die hochgebufften Einheiten immer so ein bisschen zu verteilen. Nicht nur wegen Hirden, es gibt auch andere Karten, die zurücksetzen können oder die eine ganze Reihe betreffen können. Ne? Und gegen Igni niemals zwei Karten mit derselben hohen Stärke nebeneinander oder in derselben Reihe ausspielen. Aber Handbuff. Es funktioniert relativ gut für den Anfang. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen jetzt aufs Ziel an, weil wir haben unsere Tutor-Karten noch nicht. Ruf macht das Deck ein bisschen besser. Aber man hat es gesehen, sobald das Deck so ein bisschen aufgebaut ist, es braucht eine Zeit zum Warmlaufen. Aber wenn es dann warm gelaufen ist, dann könnt ihr am Ende die richtig dicken Dinger rausklatschen. Da kommen nicht mal Monster hinterher. Und ihr macht extrem viele Punkte und Shaden's Gags und allgemein die Wächter des Tals machen saugut Punkte. Es ist ein ziemlich lustiges Deck. Es macht mir sehr viel Spaß und wie gesagt, es ist in 2 Formen upgradebar, je nachdem, wie ihr es haben wollt. Ihr könnt mir auf Handbuff gehen, ihr könnt mir auf Zauber gehen. Von daher ist es für den Anfang wirklich eine flexible Variante, die man sehr gut spielen kann. Das war's mit den Runden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt wird nur noch eine Fraktion. Wir werden nur noch die nördlichen Königreiche durchgehen. Syndikat, wie gesagt, hat kein Starterdeck. Das heißt, von da auf sich von Scraps ein Deck zu machen, ist sehr kostenteuer, weil man muss halt jede Karte sich machen. Und das ist vielleicht für den Anfang jetzt nicht unbedingt das Beste. Wir wollen möglichst billig ein halbwegs gutes Deck haben, dass man so von 20 bis auf 20 kommt, bis auf 15 kommt vielleicht sogar schon. Wobei, wenn ihr die Starterdecks halt jetzt nicht so wie ich spielt, sondern halt jede Fraktion euch eine aussucht und dann die Decks sofortig aufwertet, solltet ihr jetzt schon ein ziemlich gutes Deck haben, mit dem ihr locker bis zum Ende spielen könntet. Wenn ihr es wolltet, wenn ihr nicht ein bisschen flexibler sein wollt, ein bisschen andere Fraktionen ausprobieren wollt, aber ansonsten, ja. Könnt ihr auch die Starterdeck spielen, könnt ihr direkt ein bisschen weiter aufwerten. Dann habt ihr direkt eine andere Fraktion, die ihr spielen könnt. Ist euch vollkommen frei überlassen. Wir gucken uns in den nächsten Tagen die nördlichen Königreiche an. Bis dahin, haltet die Ohren steif und ciao. Join the Squire Tower and make humans fear the invisible.